In der Welt von One Piece hat das Auftauchen von Marco eine komplett neue Situation verschiedener Möglichkeiten aufgestellt. In der heutigen One Piece Radio Folge sprechen wir über sein Kopfgeld, was vermutlich bald enthüllt wird, und auch weitere Themen, die definitiv Redebedarf haben. Bleibt also dran, los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neunten One Piece Radio Ausgabe. Heute wird sehr interessant. Wir reden über alle Themen rund um Marco, seine Stärke, seine Schwachstellen, ja, sein Kopfgeld und vieles, vieles mehr. Sehr interessante Themen. Bevor es aber losgeht und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo geben würdet und dem Kanal eine Chance geben würdet. Wir stehen kurz vor den 100.000. Wäre sehr nice, wenn wir das heute schaffen würden. Und natürlich geht nochmal ein zusätzlicher Ehrengruß an diejenigen raus, die mir auf Instagram folgen. Vielen, vielen Dank. Da versuche ich ja jetzt auch aktiv zu sein. Also, falls ihr es noch nicht getan habe, da natürlich auch gerne vorbeigucken. Und nun würde ich sagen, starten wir ins Video. Okay, Leute, der erste Punkt, den wir gemeinsam angehen, ist die Stärke von Marco. Ja, wie stark ist sein Haki? Wie stark ist seine Teufelskraft? Und was für ein Erwachen hat er, sofern er eins hat, ja, wovon ich eigentlich ausgehen soll oder wovon wir eigentlich ausgehen sollten. Aber im Groben und Ganzen ist die Stärke von Marco sehr, sehr interessant. Marco ist ja der erste Divisionskommandant der Whitebeard Piratenbande. Und hier muss ich sagen, es wurde bestätigt, dass diese Nummern, ja, welcher Division welcher Kommandant ist, ja, dass diese Division oder diese Nummern keinerlei Anzeichen oder keinerlei Aussagen über die Stärke eines Charakters treffen, ja. Also der erste Kommandant der ersten Division quasi oder der Kommandant der ersten Division, der muss nicht zwangsläufig stärker sein als der Kommandant der dritten Division oder vierten. Also das hat Oda schon mal so bestätigt bzw. widerlegt, ja, da Leute diese Annahme getroffen haben. Aber ich denke, das hat nicht so viel zu bedeuten jetzt gerade hier in dem speziellen Fall von Marco. Klar, wenn man jetzt Joso oder Vista nochmal mit reinnimmt, ja, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber im Groben und Ganzen kann man schon deuten, dass Marco einer der Stärkeren in der Whitebeard Crew war, ja, beziehungsweise einer der Stärksten auf jeden Fall. Und das ist etwas, das ist unumstritten, ganz klar. Ja, Marco an für sich, wir haben ihn einmal wirklich richtig kämpfen gesehen und einmal so indirekt, beziehungsweise eigentlich haben wir nur den Ausgang eines Kampfes gehört, wo man halt so ein bisschen was messen kann, wenn überhaupt. Marineford, ja, also Marineford hat Marco so einiges, wie soll ich sagen, er hat schon ausgeteilt, ja, aber er hat nicht wirklich effektiv ausgeteilt. Er hat nicht wirklich, ich sag mal so, einen Admiral ziemlich fertig gemacht oder sowas. Das ist nicht passiert, ja, das ist in der Tat so gewesen. Er hat zwar den ein oder anderen Schlagabtausch gegen den Admiral gehabt, ja, und ging auch ein paar Mal positiv daraus hervor, ja. Ich erinnere euch einmal, wo Kusan gerade Ruffy mit einem Eisspeer aufspießen wollte und dann Marco ihn einfach gerettet hat, aber das sind alles so kleine Dinge, die halt nicht wirklich großartig was ausgerichtet haben, ja, oder dieser kleine Kampfes, dieser kleine Austausch gegen Kizaru zum Beispiel, ja, da hat Marco auch nicht großartig krass oder aktiv ausgeteilt. Kizaru war ja jemand, der überhaupt keinerlei Verletzungen oder sowas gehabt hat. Das waren eher so Spielereien, ja, das waren wirklich Spielereien hier zwischen Marco und den Admirälen. Und als es wirklich ernst wurde, hat Marco sich auch so ein bisschen schon gegen Akainu so ein bisschen gestellt, ja, und das mit Erfolg mit seiner Teufelsfrucht, ja, denn seine Teufelsfrucht ist ja scheinbar die, oder mit einer der seltensten überhaupt, ja, wobei es ist eigentlich dumm anzunehmen, dass eine Teufelsfrucht seltener ist als die andere, weil alle gibt es nur einmal und alle sind theoretisch gleich selten, aber von der Stärke ist diese Teufelsfrucht schon sehr, sehr besonders, denn diese Teufelsfrucht des Phönix quasi, die hat heilende Fähigkeiten und somit konnte Marco sich öfters Leuten in den Weg stellen, wo man eigentlich ganz genau weiß, dass die eigentlich stärker sind als er, ja, dasselbe hier bei Akainu. Dort konnte Marco ihn relativ gut aufhalten, als Ace gerade mehr oder weniger getroffen wurde und Akainu sich dann zunächst Ruffy schnappen wollte. Das war eine sehr, sehr krasse Szene, wo Marco dann gesagt hat, ey, wenn Ruffy jetzt stirbt, ist das eine Schande für die Whitebeard-Piraten. Das war schon ein Wahnsinnsauftritt. Aber im Großen und Ganzen, ja, Marco war auf Marineford da, aber irgendwie auch nicht. Er hatte so ein paar Rollen, aber im Großen und Ganzen hat er keine richtig tragende Rolle, finde ich persönlich, gespielt. Er war da, aber er hat zum Beispiel keinen Admiral gefährlich, ich sag mal, weggehauen oder sowas. Also, das ist alles nicht passiert. Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn ihr mit dieser Einstellung einfach mal bei Marineford durchgeht oder euch das so im Kopf durchgeht oder einfach mal durchblättert, dann hoffe ich oder denke ich, versteht ihr, was ich meine. Er hat einfach mit den Admirälen, das war ein Hin und Her. Also, es war wirklich ein Hin und Her. Aber im Großen und Ganzen hatte Marco nicht einen heftigen Kampf auf Marineford, den er bis zum Schluss dann so durchgeht. Dafür war auch überhaupt keine Zeit, ja, weil One Piece oder Marineford
da waren viel zu viele Charakter, es ging alles viel zu schnell und ja, also im Großen und Ganzen, Marco hat sich auf Marineford definitiv behauptet, das können wir auf jeden Fall sagen, ja, aber Ruffy hat sich auch behauptet, ja, und im Großen und Ganzen muss ich sagen, hätte ich vielleicht von Marco ein bisschen mehr in Erinnerung, hätte er vielleicht auch so ein bisschen mehr gerissen auf Marineford, das fand ich ein bisschen schade, weil ich Marco sehr, sehr cool finde als Charakter und da kommen wir direkt mal zum zweiten Thema, ja, nämlich sein Haki, ja, er wird höchstwahrscheinlich kein Königshaki haben, ja, sind wir ehrlich, sonst hätte er es wahrscheinlich auf Marineford auch angewendet, ja, und ja, Rüstung, Vorahnung, würde er wahrscheinlich haben, ob er ein Advanced Vorahnungshaki oder ein Advanced Rüstungshaki hat, das weiß ich nicht, ja, was ich weiß und da schließt er nämlich gleich auch ebenso auf die Schwachstellen von Marco, er hat definitiv ein normales, starkes Standard-Haki. Das sollte er auch haben als Divisionskommandant, ja. Und er wird vermutlich vom Haki-Level, vielleicht so auf dem Level von Katakuri sein, ja. Ich denke, beim Vorahnungshaki ist er nicht auf dem Level von Katakuri, aber ich habe eine relativ unpopular Opinion, wo mich wahrscheinlich viele Leute kritisieren. Ich persönlich sehe aktuell wirklich zum Beispiel Marco als nicht den stärksten First Division-Kommandant, ja, sondern ich sehe Marco mit Katakuri so auf der relativ schwächeren Ebene. Also ich denke, dass einerseits Ben Beckman stärker sein sollte und dass King ebenfalls stärker ist als Marco. Das ist etwas, was vielleicht viele nicht so verstehen, aber ich persönlich schätze ihn da so ein. Denn was mir bei Marco enorm fehlt, ist halt diese offensive Power. Ja? Er hat eine sehr, sehr starke Verteidigung, eine sehr, sehr starke regenerative Kraft, ja? Aber seine offensiven Angriffe, die lassen wirklich zu wünschen übrig. Also da wünsche ich mir und ich hoffe natürlich, dass Marco da auch mehr drauf hat irgendwann oder wie auch immer, ob er da mehr zeigen mag oder sowas, aber er hat ja, wie bereits gesagt, ein paar Austausche gegen die Admirale gehabt, aber das war jetzt nicht wirklich krass, also das war mehr Spielerei oder so, es hat weder Kizaru wehgetan, noch Kusan großartig wehgetan oder sowas in der Art, ja. Er hat zwar seine regenerative Kraft, aber irgendwann ist auch die Grenze dieser Kraft erreicht, ja, dass er sich vielleicht irgendwann nicht mehr regenerieren kann und es ist halt wirklich nicht wirklich produktiv, wenn du dich die ganze Zeit regenerierst, aber gleichzeitig es nicht schaffst, weil deine offensiven Angriffe zu schwach sind, deine Gegner nicht angreifen kannst, beziehungsweise die nicht verletzen kannst, weil dann fehlt ja nämlich was, ja, also alleine defensive Kraft, ja, eine regenerative Kraft die ganze Zeit zu verwenden und dies als Stärke beziehungsweise als Angriff zu benutzen, ja, das geht gehörig schief, also wenn offensiv du nichts drauf hast, beziehungsweise deine Gegner nicht besiegen kannst, ja, aber selber die ganze Zeit selber nicht besiegt wirst, dann gewinnst du halt keinen Kampf, weil du einfach den Gegner nicht verletzen kannst, beziehungsweise wenn die Offensivangriffe nicht stark genug sind, dann fehlt es halt einfach irgendwas. Ich hoffe wirklich, dass da Marco noch etwas zeigt, ja, dass er da vielleicht offensiv vielleicht noch ein bisschen was Krasseres jetzt mittlerweile mit dem Haki drauf hat oder sowas, aber auf Marineford, das war irgendwie nichts Ganzes. Also muss ich ganz klar sagen, offensiv hat Marco noch nicht so wirklich viel gezeigt, ja, seine Flammen, die er hat, die verbrennen auch nicht, ja, die verbrennen nichts, also sondern keine Hitze ab oder sowas in der Art, also dass man das irgendwie als Angriffskraft verwenden kann, das ist etwas, ja, ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, schade, ich weiß nicht, wie ich das so ganz einschätzen soll, aber ich denke, mit dem, was ich so gerade gesagt habe, liege ich gar nicht mal so verkehrt, weil wenn du deine Gegner nicht erledigen kannst, dann gewinnst du keinen Kampf, egal wie lange du überlebst, also das ist eigentlich eine relativ logische Schlussfolgerung, die man einfach daraus ziehen mag, ja, was wahrscheinlich vielleicht sogar noch stark bei Marco ist, ja, ist vielleicht sein Erwachen, ne, eventuell, da gibt es ja die verschiedensten Theorien zu dem Erwachen von Marco, ja, einerseits rote Flammen, die dann doch tatsächlich, brennen quasi oder heiß sind oder dass er quasi, wenn er stirbt, ja, dass er wieder aufersteht, wie der Phönix aus der Asche quasi. Das ist ja so eine gängige Theorie, wo ich sage, ey, fände ich sehr nice, wäre ja krass, wenn Blackbeard ihn damals sogar getötet hatte in diesem Vergeltungskrieg und er dann einfach wiedergeboren wurde. Das wäre etwas, was ziemlich krass wäre, aber im Großen und Ganzen, die Stärke ist da, er ist definitiv auf Commander-Level, aber er ist definitiv einer der Schwächeren. Also das ist etwas, was ich hier, denke ich, mit gutem Gewissen sagen kann. Zumal auch der Vergeltungskrieg jetzt gegen Blackbeard nicht wirklich erste Sahne war, ja, die wurden ja vernichtend geschlagen, das wurde ja extra so betont, also das war kein groß ausgeglichener Kampf oder sowas in der Art, deswegen bei der Stärke, ich hoffe, er zeigt jetzt noch irgendwie was, vielleicht hat er sogar in den letzten 2 Jahren nochmal krass trainiert oder sowas oder jetzt in dem letzten Jahr nochmal heftig trainiert, ja, Iso sagt ja in diesem aktuellen Kapitel, das ist das erste Mal, dass er wieder ernst macht, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade weil Marco ja die Heimat
Heimatinsel von Whitebeard vor Weevil beschützen oder schützen musste, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Marco vielleicht nachts immer heimlich trainiert hat oder sowas. Das wäre sehr nice, wenn man da so einen kleinen Flashback sieht, ja, wenn Marco vielleicht sogar seinen Kampf auf Wano Kuni kriegt, gegen wen auch immer, ja, dass er so einen kleinen Flashback sieht, wie er jede Nacht trainiert hat, ja, ein Jahr lang oder sowas und dann wirklich ein sehr, sehr starkes Haki oder sowas noch drauf hat. Ich bin da sehr gespannt, aber im Großen und Ganzen lasse ich das erst jetzt einmal so stehen und wir gehen jetzt mal in die nächste Thematik. Okay, Leute, das nächste große Thema ist das Kopfgeld von Marco. Und ich muss ganz klar sagen, als einer der bekanntesten, berühmtesten Piraten und natürlich auch einer aus der ehemals berühmtesten Kaiser-Crew, mehr oder weniger, oder der Crew schlechthin, ja, nämlich der Whitebeard-Piratenbande, da ist Marco natürlich jemand, der so einiges natürlich zu repräsentieren hat, ja, und natürlich auch einiges, der so viel drauf hat, beziehungsweise dem man so einige Fähigkeiten nachsagen wird. Und ich denke, gerade die Teufelskraft von Marco ist etwas, die halt schon sehr, sehr besonders ist. Und ich denke aber prinzipiell, wir haben ja das Kopfgeld von Whitebeard, das ungefähr bei 5 mehr oder genau bei 5 mehr und ich glaube 46 Millionen Berry liegt. Ja, dieses Kopfgeld ist schon sehr, sehr hoch, ja, mit eins der höchsten überhaupt. Und ich denke, wenn man uns das mal mit den anderen Kaisern vergleicht, die sind ja auch alle bei 4 Milliarden und ein paar gequetscht. Und die Kommandanten von denen, die sind ja ungefähr bei 1 bis 2 Milliarden. Und ich denke, Marco, dass er vielleicht sogar mit 2,2 Milliarden, dass er da so einer der höheren Kopfgeldleute ist, ja, oder einer derjenigen ist, die halt ein relativ höheres Kopfgeld oder einer der höchsten Kopfgelder der Kommandanten überhaupt haben, weil er einfach zu Whitebeard gehört. Und ich weiß nicht, auf der anderen Seite kann man auch sagen, Whitebeard war ein relativ cooler Pirat, ein lockerer Pirat, einer, der nicht großartig die Welt ins Chaos stürzen wollte oder sowas in der Art, ja, im Vergleich jetzt zu Kaido oder Big Mom. Ich weiß nicht, ja, aber vielleicht hat sich das auch ein bisschen darauf ausgewirkt, dass er dann vielleicht doch ein etwas niedrigeres Kopfgeld hat, aber ich denke, 2 Milliarden, die sollten schon drinne sein oder zumindest vielleicht 1,4, ja, also wirklich unter 1,4 oder so, wäre schon ein bisschen schwach, fände ich, für Marco als ehemaliger Divisionskommandant. Gut, er ist jetzt zurückgetreten, aber das macht ja keinen großen Unterschied, aber ich denke, er wird schon ein saftiges Kopfgeld haben, dein Kopfgeld wird schon ordentlich haben, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ob er jetzt ein höheres Kopfgeld wie Ruffy oder ein niedrigeres Kopfgeld wie Ruffy haben wird, ja, vielleicht wird es ungefähr gleich sein oder halt er wird irgendwie bei 2,2 oder so rum eiern, also das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall gut vorstellen kann für Marco und natürlich interessiert mich eure Meinung bezüglich des Kopfgeldes. Haut mal eure Meinung zum Kopfgeld in die Kommentare. Sehr, sehr interessantes Thema, immer über die Kopfgelder zu sprechen und ich denke, das Kopfgeld wird auf Wano Kuni jetzt irgendwann enthüllt, ja, denn wenn Marco entweder seinen Kampf hat, ja, oder sich vielleicht sogar nur kurzzeitig gegen King stellt, ja, weil wir kennen das Kopfgeld von King ja auch nicht, ja, beide machen ihre Phönixform beziehungsweise ihre Zoan-Form, ja, Marco seine Phönixform und King seine, oh, wie hieß diese Dinosaurierform nochmal? Ich hab's vergessen, ne? Das hat so einen sehr komischen Namen. Pteranodon oder so? Irgendwie auch so komisch geschrieben. Also so in etwa war das ja, wenn beide so in ihrer Zoan-Form sind und dann, dass wir von beiden die Kopfgelder kriegen. Und wäre auch lustig, wenn diese beiden Kopfgelder relativ gleich sind. Also wir schätzen ja ohnehin King bei circa 1,6 Milliarden ein und wenn Marco dann genauso viel ungefähr hat oder sogar ein bisschen mehr, wäre auch cool. Ich denke, das wäre so eine ganz coole Situation. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir dennoch Zoro als Endgegner für King. Ja, das ist etwas, was ich mir wünsche. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, wird das Kopfgeld irgendwann jetzt im Laufe der nächsten Kapitel, hoffe ich zumindest, enthüllt. Naja, weiter geht es mit der Message für Ruffy und natürlich wird Marco diese jetzt nicht mehr Nekomamushi überlassen. Er wird diese natürlich selber Ruffy überbringen. Marco kann fliegen, das bedeutet, er könnte im Nu auf Onigashima auftauchen und ich kann Marco ja sehr gut als Charakter vorstellen oder mir vorstellen, dass er der Charakter ist, der so in der letzten Sekunde auftaucht und vielleicht Ruffy oder irgendwen den Arsch rettet. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber im Großen und Ganzen, Marco ist eigentlich jemand, der sollte relativ schnell, also wirklich sehr, sehr zügig auf Onigashima ankommen und ich denke, er wird sich dann relativ schnell auch auf dem Weg machen, nachdem er sieht, was dort gerade abgeht oder sowas. Es kommt natürlich darauf an, inwiefern oder wie schnell sie von allem aufgeklärt werden, denn mittlerweile zählt wirklich jetzt jede Sekunde, ja, also Ruffy und Co., die sind ja schon auf Onigashima und da kann es jetzt wirklich sehr gefährlich werden und ich bin gespannt, was diese Message für Ruffy ist, ja, ich denke wirklich, es geht um das letzte Raw-Pornoglyph, denn damals im Oden-Flashback hatten wir dieses letzte Raw-Pornoglyph tatsächlich gesehen und das war damals auf der Fischmenscheninsel und gehörte mehr oder weniger zu Whitebeard, sofern ich mich daran erinnere und ich denke, Marco kann vielleicht oder weiß vielleicht den Aufenthaltsort dieses Pornoglyphes, vielleicht hat Blackbeard es mitgenommen mittlerweile oder
er weiß, dass Shanks es zum Beispiel hat, oder er weiß vielleicht sogar, dass die Weltregierung dieses Pornogriff besitzt, und das ist etwas, was Marco Ruffy dementsprechend mitteilen wollte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch noch die News aus der Welt, ja, mit Sabo etc., was mit dem los ist, dass er die Möglichkeit besteht, dass Marco ihm das Ganze überbringt, ja, und dann bin ich natürlich mal gespannt, wie Ruffy darauf reagieren wird, da wie Ruffy, kommt drauf an, was für eine News da jetzt kommt, da wird Sabo öffentlich hingerichtet werden, ja, glaubt ihr eigentlich, wenn es so ist, nehmen wir mal an, Sabo wird jetzt in 2-3 Tagen öffentlich hingerichtet, ja, das steht in der Zeitung, da Marco sagt es Ruffy, meint ihr, Ruffy würde Wano Kuni dann abbrechen, meint ihr wirklich, Ruffy würde dann, auch wenn diese Umstände da ziemlich krass ist, er würde Wano Kuni kurz den Rücken kehren, meint ihr, das wäre so, oder meint ihr, das wäre nicht so, also es wäre ja lustig, wenn es so ist, wenn Ruffy sich dann verzieht oder so und Kaido und Big Mom ihm dann hinterher geiern, ne, nach, zum Marine Hauptquartier, ja, Richtung von Sabo, das wäre lustig, dann hätten wir nämlich diesen großen finalen Krieg, aber das ist natürlich eine ziemlich krasse Sache, aber ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Ruffy Wano Kuni dafür abbrechen würde, aber da muss die Kacke wirklich am Dampfen sein, also das muss definitiv so dann sein, ja, dass Sabo wirklich kurz vor der Hinrichtung steht, also wie Ace damals, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy dann das erneut irgendwie zulässt oder zulassen wird, ja, weil ich meine, sind wir ehrlich, wir haben ja zwei Kaiser, es ist ohnehin fast unmöglich, die beiden zu besiegen, selbst wenn Marco jetzt hier ist, also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, sind wir alle ehrlich, aber im Großen und Ganzen bin ich gespannt, wie Ruffy einerseits darauf reagiert und natürlich, was wirklich die Nachricht von Marco ist. Wir wissen ja nicht, ob es diese Nachricht nimmt. Vielleicht hat er was ganz anderes als Nachricht. Das wissen wir natürlich nicht, aber im Großen und Ganzen bin ich da mal sehr, sehr gespannt drauf. Naja, weiter geht es natürlich mit dem Thema der Rolle von Marco auf Wano Kuni. Was macht er jetzt oder was hat er für eine Intention? Was hat er für ein Ziel? Beziehungsweise, wenn er einen Deckenkampf kriegt, gegen wen wird er kämpfen? Was wird er tun? Etc. pp. Ich denke, Marco ist ein jemand, der kämpferisch natürlich so einiges ausmacht, ja, ganz klar, eine sehr, sehr starke Verstärkung, also Marco ist jemand, der die Allianz massiv bereichert und jetzt ist natürlich die Frage, gegen wen kämpft er, wenn er einen Kampf kriegt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er kurzzeitig einen Kampf gegen King kriegt, ja, denn beide sind so die ersten Kommandanten ihrer eigenen Piratenbande, aber ich hoffe, dass Marco nicht King besiegt, weil ich persönlich bin einer, der sagt, ey, King soll doch schon Zorro vorbehalten sein, denn wenn zum Beispiel Marco jetzt King kriegt, ja, wenn Marco King bekommt und ihn dann auch bekämpft und auch besiegt, dann wen kriegt Zorro? Wen bekommt dann Zorro? Ja, dann würde er quasi Queen kriegen, okay, wenn Zorro Queen kriegt, wen würde dann Sanji kriegen, ja, vielleicht Jack oder dann bleibt ja nur noch anderes, etwas schwächeres, ich sag mal, etwas schwächere Gegner bleiben ja noch übrig, ja, dann haben wir ja noch Jinbei, gegen wen kämpft Jinbei dann, ja, und wir hatten damals einen Leak, nicht vergessen, Jinbei wird gegen Jack kämpfen, das war ja damals in dieser monatlichen Shonen-Ausgabe, so ein Leak, dass Jack und Jinbei eine gemeinsame Vergangenheit haben und dass die miteinander auf Wano Kuni kämpfen werden. Ja, aber gegen wen kämpft dann Sanji? Also, wenn man diese Liste runtergeht, dann merkt man, ey, das Monster-Trio kriegt halt wirklich nicht das Monster-Trio aus der gegnerischen Crew. Deswegen würde ich mir wünschen, Marco, kurzer Kampf gegen King, ja, also wirklich ja, beide Kopfgelder werden enthüllt und so weiter, aber dann wird sich Marco vermutlich Big Mom annehmen, denn wir haben zwei Kaiser sind definitiv zu viel für Ruffy und Co., ja, dass Marco hingeht und sich Big Mom oder der Crew mehr oder weniger mit ein paar anderen Leuten annimmt und Leute, ich habe nie gesagt, dass Marco Big Mom dann besiegen wird oder sowas. Es geht ja schlicht einfach nur darum, dass man Big Mom Zeit stiehlt, ja, dass sie nicht da aktiv mit in diesem Kampf am Start ist, weil wenn wirklich zwei Kaiser hier kämpfen, dann kann man einpacken. Das ist etwas, was wirklich fast unmöglich ist, also selbst wenn jetzt noch ein anderer Kaiser bei Ruffy da ist, ja, wenn jetzt Shanks sogar noch da wäre, selbst dann wäre es so, so unglaublich schwer, diese zwei Kaiser zu besiegen. Deswegen, es ist einfach eine Sache, wo ich sagen muss, ey, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Marco hier kurzzeitig ein paar Dinge macht, ja, dass er heftigen Impact haben wird, aber dann vielleicht Big Mom erst einmal aus dem Ganzen rausnimmt, dass er ihr einfach nur Zeit stiehlt, ja, er muss sie ja nicht besiegen oder sowas, aber dass er sie vielleicht ein bisschen bekämpft hat, dass er sie einfach beschäftigt, ja, dass Big Mom erst einmal nicht in den Kampf zwischen Kaido, Ruffy und Co., dass sie da einfach nicht zwischenfunkt, das ist, glaube ich, sehr wichtig und ich denke, diese Rolle könnte Marco persönlich sehr, sehr gut übernehmen, das traue ich ihm definitiv zu, dass er sich da ein paar starke Leute mitnimmt und dann, dass er da erst einmal Big Mom versucht, ein bisschen zu besänftigen, das wäre
wäre etwas, was ich persönlich sehr nice finden würde. Ja, aber natürlich, der Kampf gegen King kann sein, aber ich wünsche mir persönlich, dass Zorro das Ganze übernimmt, weil ich finde, Zorro sollte schon immer den zweitstärksten, also dann in dem Falle King, bekommen, während Ruffy, Law und Kid etc. dann sich gegen Kaido stellen. Ja, Zorro soll King kriegen, Sanji soll Queen kriegen. Klar, King und Queen sind stärker als Sanji und Zorro zum aktuellen Zeitpunkt, aber das sind ja immer die Kämpfe, auf die wir warten, ja, die Kämpfe, wo Zorro und Sanji stärker werden müssen, ja, sich verbessern müssen, dass die beiden erstmal aufs Maul kriegen, immer stärker werden und dann irgendwann übertreffen sie diese Charakter, ja, und dann besiegen sie diese. Ich meine, Zorro hat noch ein Power-Up bekommen, Enma, und natürlich auch sein normales Power-Up von dem 2-Jahres-Timeskip haben wir auch noch nicht gesehen. Sowohl Sanji hat jetzt sein Raid-Suit bekommen, als auch sein Power-Up in diesem 2-Jahres-Timeskip haben wir auch noch nicht wirklich gesehen. Deswegen, die beiden haben noch ein paar Sachen in der Hinterhand, deswegen bin ich mal gespannt, ob das Ganze so ablaufen wird oder ob sich Oda da etwas anderes drunter vorstellt. Naja, und natürlich ist die letzte Frage, die wir dann natürlich auch haben, wo ist der Rest der Whitebeard-Bande? Ja, denn die Whitebeard-Piratenbande, die hatten ein paar starke Kämpfer. Wir wissen, Iso ist ja schon am Start. Aber was ist zum Beispiel mit Vista? Was ist mit Diamond Josu? Was ist vielleicht mit dem einen oder anderen noch aus der Piraten-Crew, die vielleicht die eine oder andere Stärke haben? Ich meine, Josu und Vista wären eine massive Bereicherung, muss ich ganz klar sagen. Wenn die auch nochmal am Start wären, ja, stellt euch mal vor, die würden davon hören, hey, Marco, der hat sich jetzt auf dem Weg nach Wano Kuni, um Ruffy gegen Kaido und so zu helfen. Da hat er sich jetzt aufgemacht. Ja, wir wollen da jetzt auch hin. Was ist, wenn die später dazu stoßen und Marco dann vielleicht gegen Big Mom irgendwie aushelfen? Das wäre schon eine ganz coole Sache, dass man so Big Mom ein bisschen raushalten könnte. Ich persönlich fände diese Situation ganz nice. Also wirklich, ich finde es nice, aber der Einfall, den ich eben hatte, dass Ruffy sich so weit vorprügelt, da, dass er wirklich Kaido so zur Weißglut bringt, dass Kaido ihn unbedingt umlegen will und Big Mom genauso, dass Ruffy dann von der Sabo-Sache hört, dass er dann einfach abhaut und dass Kaido und Big Mom ihm dann folgen. Wie krass wäre das, Leute? Also wie krass wäre das, Leute? Natürlich ist das sehr, 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 sehr weit hergeholt, ja, und eine Möglichkeit, die wirklich so eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, aber ich persönlich fände es lustig, ja, wenn Ruffy einfach mal auf dann Marineford 2.0 auftaucht. Sabo ist da oben am Schafott, ja, Ruffy kommt und dann kommt noch Kaido und Big Mom später. Das wäre ziemlich, ziemlich krass. Also das ist ja echt wahnsinnig. Naja, im Großen und Ganzen war das jetzt erstmal so dieser kleine One Piece Radio Podcast zu Marco und alles drumherum. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, gerne, gerne, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde es mich natürlich auch freuen, wenn wir jetzt die 100.000 endlich voll machen könnten. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bedanke mich sehr, sehr dafür. Sehr krass, was in den letzten Tagen, Wochen abgeht. Vielen Dank dafür und für die Ehrenleute, die mir ein Insta-Follow gönnen, ja, Ehre geht da natürlich an euch raus, vielen, vielen Dank und ich bin da erst einmal raus. Falls ihr bis hierhin gehört habt, einmal Hashtag Marco in die Kommentare. Ich wünsche euch einen entspannten Tag, morgen gibt es natürlich das nächste Video, haut rein, ciao und tschüss.